Mahlzeit, ist Lawiner, Knochen wieder hier. So, diesmal wird es ein recht langer Klopper. Ich habe schon gesehen, dass er über 30 Minuten, und selbst wenn ich das schneller laufen lasse, werden es wahrscheinlich 28 Minuten sein oder so. Keine Ahnung, es ist ja auch ein ziemlicher Durchmarsch hier. Das heißt, wir holen eine Basis nach der anderen. Ein paar sind ein bisschen schwieriger, ein paar sind relativ leicht. Das Einzige, was an sich nur schwer ist, ist eigentlich, wenn da halt mal, ich sag mal, ein bisschen aufgewertetere Flaggen stehen, um ein paar, mehr als nur zwei, drei, und dann noch eine Flagge dazu rumsteht. Und ja, einer von euch hat mir einen ziemlich langen Kommentar hinterlassen zum ersten Video. Könnt ihr euch selber auch mal angucken, und er hat schon recht. Er meinte, wann begreifen die Leute endlich, dass das immer derselbe Krempel hier ist? Und es ist es auch. Ist es auch. Und ich sage auch gleich hiermit, ich werde auch kein weiteres Hoppe-Spiel mehr anfassen. Es sei denn, es ist wirklich grundlegend anders. Aber das wird wohl nicht passieren, denn das ist halt, wie soll ich sagen, ja, deren Gewinnquelle, die größte Gewinnquelle, die sie haben. Weil, und ich glaube, die trauen sich auch nicht, jetzt erstmal irgendwas anderes auszuprobieren, weil sie denken, naja, wie sagt man, never change your winning team, ne? Also nie das verändern, was gerade irgendwie funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass das, mir wird es auch schon langsam zu langweilig. Ich meine, hier geht es jetzt noch, aber wir haben ein bisschen Unterhaltung hier, aber auf Dauer, ich glaube, noch eins würde ich mir nicht nochmal reinpfeifen hier von denen, weil mir das auch irgendwie, das ist mir dann alles zugleich. Das ist ja so, wie wenn du in den Supermarkt gehst und da einfach 10 verschiedene Kartoffelpürees hast. Letzten Endes großartig anders schmecken sie ja auch nicht, ne? Also da hast du natürlich schon mehr oder weniger immer denselben Geschmack, ja, mit marginalen Unterschieden, und so ähnlich ist das auch hier. Also mir war das dann auch zu viel, und ich habe auch mal so Pi mal Daumen gepeilt, und da war schon 1000 Euro, und seitdem ich hier Hoppe-Spiele spiele, 1000 Euro reingedrückt, und das ist jetzt wirklich kein Blödsinn. Ja, andere werden sagen, ist doch nix, ich hab 3000, aber es geht ja nicht hier um Schwanzvergleich, ja, virtuell, sondern einfach nur, dass man unheimlich viel Kohle reindrückt für so eine sehr einfache Sache. Aber das gibt es in anderen Browser-Spielen auch. Da gibt Leute, die, weiß ich nicht, spielen irgendwelche Kartenspiele, die super langweilig sind, ja, und drücken da, kaufen die irgendwelche Premium-Kacke oder sowas, ne? Und ich habe natürlich auch schon für andere Spiele hier und da mal Geld ausgegeben, aber ja, tatsächlich, wie auch ein anderer schon mal meinte, es macht irgendwie süchtig und gleichzeitig ist es auch total dumm, ja, und eigentlich passiert auch nicht wirklich viel. Und ja klar, was soll man sagen, es geht ja eigentlich nur darum, man will in der Wertung wahrscheinlich aufsteigen und so weiter und so fort, und vielleicht ein bisschen, manche kommen hier vielleicht rein, um ein bisschen zu schnacken, andere kommen einfach nur rein, um, ich sag mal, sich ein bisschen abzureagieren, ein bisschen abzuschalten, und die, vielleicht spielen sie sonst überhaupt gar keine Spiele, ne? Gibt's ja auch alles. Und ja, ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen schwierig, davon abgesehen. Ich meine, ich muss das alles selbst entscheiden. Ich sag mal, problematisch wird's, wenn Kinder, die kein eigenes Geld haben, wirklich ihre Eltern anhauen, um hier, zahlen wir mal, und dann vielleicht anfangen, denen wirklich die Kohle zu klauen, auf welche Art und Weise auch immer, ne, um sich eine Paysafe-Karte zu holen oder sonst was. Dann wird's, glaube ich, problematisch. Jeder, der selber Geld zur Verfügung hat, Geld verdient, der kann ja spielen, wie er will, und wenn er der Meinung ist, er muss halt so und so viel halt monatlich hier reindrücken, und das über Jahre, das ist auf freiwilliger Basis, ne. Davon abgesehen, das war eine ziemlich lange Einleitung, ein ziemlich langer Exkurs. Ja, kommen wir ziemlich gut voran hier. Ich meinte ja, ich weiß gar nicht, in welchem Video ich das gesagt habe, ich glaube davor oder so, dass ich mir vorstellen kann, oder davor das Video, dass ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht Ende des Monats fertig sind. Das wird viel früher passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich wird das Video erst erscheinen, wenn der neue Monat schon angebrochen ist, weil ich habe echt viele Videos gerade am Start, weil ich alle ein paar andere Sachen ausprobiert habe, dies und jenes, holla die Waldfee, tralala. Jedenfalls echt viel Zeug, und aber es läuft ziemlich schnell voran, seitdem wir gewechselt sind, also auf die andere Truppe geht es ziemlich schnell. Natürlich mussten wir auch dem Kollegen, also dem ehemaligen Ali-Führer oder Co-Leader, dann kurz Ali-Führer und jetzt irgendwie letzter Mohikaner hier, seine Basen auch wegschießen. Ja. Was soll's? Ihr seht ganz unten, da bei meiner grünen Basis seht ihr eine rote Basis. Die war ein bisschen härter, weil ich größtenteils versucht habe, die alleine wegzuhauen. Härter ist natürlich hier relativ, aber die Flaggen ohne Flagge ist geradezu jede Basis. 0,5 einnehmen hier, aber der hat ja auch ein paar Flaggen mehr stehen gehabt. Was heißt ein paar Flaggen? Kannst du nur eine aufstellen, beziehungsweise zwei. Also du klickst einmal auf Flagge und stehen zwei da. So. Also war schon ein bisschen knifflig. Ich hatte auch nicht genug Kanonenfutter aufgrund meiner beschränkten Militärpunkte.
Wir haben es letzten Endes dann doch noch geholt. Ich wollte eigentlich auch nur ehrlich sein, ich wollte nur die Karte endlich fertig machen, ne? Da ich mir, Mann, fahr da rüber und hol den Krempel und gut ist, ne? Haben wir ja dann auch gemacht, hat alles funktioniert. Ansonsten, ey, gibt's hier auch nicht allzu viel zu sagen. Ah, okay, hier haben sie ein paar untereinander gestritten wegen irgendwas. Was heißt ein paar? Eigentlich haben sie nur zwei gestritten und die anderen haben gesagt, ja komm, hier, entspannt euch mal wieder, ne? Und irgendwas hat da nicht ganz funktioniert. Ah ja, das wollte ich noch erwähnen, genau. Irgendwas hat da nicht ganz funktioniert auf der anderen Karte. Und ging es wohl darum, dass da wohl Truppen aufstanden, die nicht schießen. Während der eine meinte, ja, ist ja egal, ob die nicht schießen. Letzten Endes schießen ja die anderen weiterhin und bleiben auch weiter am Schießen. Und so oder so nimmt sich das nicht viel. Ob ich jetzt fünf Gruppen hinstelle, die nach und nach abgeschossen werden und dann die anderen ranfahre und die dann auch abgeschossen werden. Oder permanent Gruppen habe, die feuern und die anderen abgeschossen werden, die nicht feuern, ist letzten Endes unrelevant. Ist eigentlich unrelevant. Kommt drauf an, was man da stehen hat, sag ich mal, ne? Wenn ich jetzt noch ein paar fette Panzer dazwischen habe, so wie ich das ja auch schon mal gemacht habe, und die einfach nicht beschossen werden und dafür die ganze Zeit am Leben bleiben und die letzten Endes, ja, vielleicht mehr Schaden machen als das, was sonst noch da ist. Ich weiß nicht. Warum produziert man Kanonenfutter? Warum produziert man Kanonenfutter? Na, natürlich, damit das verbraucht wird und die guten Sachen, die stehen halt weiter weg oder werden halt immer wieder rein und raus geflogen oder gefahren. Ist ja irgendwie logisch, ne? Ich habe das ganze Hackmeck da nicht verstanden. Was heißt, ich habe sie verstanden. Die haben mir gesagt, was sie meinten und egal, ist ja auch Wurst. Also jedenfalls, was soll ich sagen? Ja, gut vorangekommen. Wie gesagt, auch ein paar Basen geholt. Bleibt nicht mehr viel übrig. Schätze mal, vielleicht noch ein, zwei Tage, dann sind wir hier durch. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, dann würde wahrscheinlich irgendwann mal weitergehen. Ich mache dann aber erstmal eine Pause. Habe ich aber, glaube ich, schon davor erwähnt. Weil ich, ja, ich kann es einfach gerade nicht mehr sehen. Es macht zwar noch Spaß, aber es ist irgendwie, wenn du dann in der, guckst in Base Attack Force rein, dann denkst du, hast du wieder dasselbe Ding an, guckst in Panzer Rush rein, denkst du auch dasselbe und irgendwie, ist das aber nicht schlimm, denn ich, dann habe ich was abgeschlossen und kann dann irgendwann später, wenn mir danach ist, was Neues anfangen, ich guck mal rein hier immer mal wieder, damit ich dann nicht rausfliege und damit die nicht auch meine Basen zurückerobern müssen, was jetzt für die nicht so schwer wäre, ist aber auch blöd, weil wenn die Karte als eingenommen gilt, dann will man es natürlich auch so behalten. Und da mache ich erstmal ein Päuschen hier mit wie heißt das Ding? Combat Siege, genau. Ja, ansonsten gibt es ja auch nicht allzu viel zu sagen. Könnt ihr den Rest reinfahren hier von dem Video? Ist ja bestimmt noch eine ganze Menge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ja, ciao, ciao.